So, herzlich willkommen zurück hier bei FIFA 20 zur Volta Story. Ich habe, nicht wundern, ich habe die Musik ausgemacht, weil ich hoffe, dass die Erstellung jetzt nicht verkackt ist durch die Musik. Ich weiß halt nicht, ob YouTube das sperrt oder so, keine Ahnung. Deswegen habe ich die Musik einfach mal jetzt zur Story sicherheitshalber ausgemacht. Wenn die Erstellung jetzt fehlt, dann, was heißt fehlt, aber. Wenn das Video jetzt so verkackt ist durch die Musik, dann wird das gelöscht und ja, dann gibt es halt keine Erstellung auf dem Channel, aber ihr wisst ja dann, wie ich aussehe. So, ich starte mal die Story. Lagerhalle, muss das so? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Europa? Okay, da kommt man bestimmt dann auch noch hin. Wollte ich nur mal gucken. Story starten. Zur Location reisen. Auf geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Ball war weg. Normales Defensivspiel, das nennt man Fußball. Du bist nur sauer, weil ich dich getunnelt habe. Schon wieder. Hey, du tust so, als wäre ein Tunnel ein Tor. Echt jetzt? Jedes Mal? Weil er ständig Streit sucht. Selbes Team. Wir sind zum Spielen da. Spiel. Leute, Leute. Wer ist das bitte? Hast du dich verlaufen? Willkommen bei J10. Ravi. Bist spät dran. Na los. Wir sind also Revy, so werden wir zumindest hier genannt. Egal ob männlicher Charakter oder nicht, das weiß ich von meinem Bruder her. Der hat das auch nämlich angespielt, die Story. Ja, hier ist zwar auch Musik im Hintergrund, aber ich, keine Ahnung. Okay, auf geht's. Ach, schade. Da springt sie. Ach. Da, Kaka. Was mache ich denn? Was ist denn heute los? Ich habe gestern echt besser gespielt. Also, da habe ich ja mit Gaming Beats zusammen. Hey,
Ich wollte einfach mal drauf halten, mal gucken, aber war aber keine gute Idee. Muss noch ein bisschen tricksen. Ah, schade. Es muss doch zu schaffen sein, ein Tor zu kriegen, Alter. Was ist denn los? Das war keine gute Idee. Spielende. Schade. Also gut, das war's. Gute Session. Aber da fehlt leider noch einiges. 6 Monate. Mehr haben wir nicht mehr, um uns für die WM zu qualifizieren. Komm schon, Jay. Wer ist besser als wir? PSG? Genau so denkt jedes andere Straßenteam, mit dem ich je gespielt habe. Man muss sich den Respekt hier verdienen. Reden könnt ihr, aber eine Einladung nach Buenos Aires haben wir nicht. Die ist unterwegs, Mann. So ist es, Big T. Okay. Wo willst du hin? Oh, ich wollte dem Neuzugang was zeigen, aber das solltet ihr alle sehen. Jetzt. Volta Football. Okay, die sind echt gut. Ja. Und dieses Niveau müssen wir haben. Ach, diese Rentner mache ich im Halbschlaf platt. Nicht in den Dingern, Mann. Retro ist cool, aber in denen brichst du dir das Bein. Für meine Füße sind die perfekt. Du, die sind perfekt kaputt. Die meisten von euch setzen viel zu sehr auf Style. In den Schuhen tunnel ich jeden von euch. Hey, Peter. Pete. Du hast krasse Skills, deshalb bist du hier, aber das ist kein 1 gegen 1, Mann. Diese Legenden, die sind schon seit Jahren an der Spitze. Die spielen wie ein Team. Hör zu. Tricks und Skills sind nutzlos, wenn man mit ihnen kein Spiel gewinnt. Wer hier berühmt werden will, der muss gewinnen. Ganz einfach. Also lasst uns in dem Lokalturnier gleich damit anfangen. Okay? Dann los. Ja.
Volta Skiller. Tritt in einzigartigen Spielen an und erlerne die Grundlagen des Dribblings, des Passens, des Schießens oder des Abwehrspiels. Verbessere deine Werte. Je besser deine Note ist, desto mehr entwickelst du dich. Schließe Volta Skiller ab, um mehr über deine Mitspieler zu erfahren. Sehr gerne. Dribbling-Übungen, dribble durch die Tore und weiche den Hindernissen aus. Tipp, für getroffene Hindernisse gibt's Punktabzüge. Was, echt? Sag mal, was ist denn mit mir los? Das will ich jetzt noch mal probieren. Was ist denn das? Ich treffe nicht. Glaubt ihr mir jetzt eh nicht, wenn ich sage, ich habe gestern besser gespielt, aber... Hä? Bin ich denn bescheuert? Geht doch. Und dann gleich so. Naja, eine C, ist egal. Passeball zum markierten Mitspieler. Tipp für Direktabnahme gibt's Sonderpunkte. Einfach passen. Das krieg ich hin. Oh, das war falsch. Ah, nehme ich. So, versuche die gegnerischen Schussbahnen zu blocken. Ach du Scheiße. Was? Hier wird geblockt, mein Kleiner. Kein Tor. Der war zwar schon drin, aber ist egal. Hauptsache geblockt. Auch ein A. Super. Sehr schön. Erzielt möglichst viele Tore und weiche dabei dem Hindernis aus. Okay. Mist. Das war nicht so gut. Bin ich zu doof, Alter? Ich bin echt zu doof. Kann ich es gleich nochmal machen? Okay, jetzt aber. Survival. So knapp. Ich muss das jetzt nur schaffen in 10 Sekunden noch. Excellent. Komm, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Oh. Okay. So, schießt du durch die Fenster. Passe deine Bewegungswinkel vor dem Schuss an. Okay.
Warum soll ich denn die Fenster zerschießen, Alter? Was los? Oh. Das Loch. Geil. Mist, der war nicht gut. Nein. Ein F. Das will ich aber nicht, ne? Ja, roll halt weg. Es waren zwei Fenster, ey. Gibt's keine... Keine Doppelpunkte? Was ist denn mit euch? Okay, ich muss mal auf rechts weiter. Das war zu weit. Ey, wie kann ich denn nur F haben, Alter? Was ist denn das? Scheiße. Verkackt. Das ist doch wieder ein F oder was? Wieso ist denn das immer ein F? Oder... Was ist denn da los? Ey, warum zählt das nicht? Noch schlechter als vorher, Alter. Der hat schon die doppelten Punkte. Hallo? Achso. Okay, letzter Versuch, Leute. Jetzt wirklich. Wenn es jetzt wieder ein F ist, dann so what? Dann ist Schnuppe. Scheiße. Ich schieße immer durchs gleiche Loch. Alter, was ist denn das? Oh. Ja, egal, komm. Wollen jetzt weiter. Okay. Zuhören. Bobby. Big T. Na klar. Peter? Sid? Du bist im Tor. Und wir haben noch eine Position. Das war eine schwere Entscheidung.
Aber unser letztes Teammitglied fürs Turnier ist Revy. Bist dabei. Glückwunsch. Alle anderen strengt euch weiter an. Ihr kriegt eure Chance. Okay? Sehen so die neuen Weltmeister aus? Was meinst du? Klar. Bleib hinter der Kamera, dann schaffen wir es nach Buenos Aires. Oh Mann. Ich denk dabei an dich, Jay. Sorry, Mann. Klar, Sid ist talentiert, ja. Aber hat sie auch die Kondition, um an der Weltspitze mitzuhalten? Dich haut doch eine Fliege um. Wow, wow, hey. Apropos Schwachpunkt. So ist das also? Pass auf, was du sagst, Mann. Redet, wie ihr wollt. Das ändert nichts an den Fakten. Was ist dein wahres Problem, hä? Komm schon, was wird das? Wir sind ein Team. Sid spielt. Sie ist der beste Keeper. Punkt. Außerdem Freund von dir. Der Raum ist zu klein für sein Ego. Glashaus, Steine. Nein. Was ist mit dir, Rev? Wie siehst du das? Rocken wir die Show. Danke. Boom. Cool.